Ich habe im Internet jetzt diese Wandleisten bestellt und ja, dann wollen wir mal das Projekt Wandleisten angehen in diesem Monat. Clips gesehen haben, wie wir die Wandleisten angebracht haben. Ich habe dazu vorher erstmal nichts dazu gesagt, weil ich erstmal schauen wollte, okay, wie funktioniert das, was für Fehler machen wir, auf was muss man achten und ja, dass ich da erstmal so ein paar Learnings draus ziehe, bevor ich euch dann entsprechend Tipps geben kann, wie man das besser machen kann. Und ja, also mittlerweile haben wir jetzt bei allen vier Ecken im Wohnzimmer den unteren Teil geschafft, also hier so unten. Geplant ist aber auch, dass oben drüber noch so Rechtecke kommen. Dazu aber noch später mehr. Das Ganze geht bei uns sehr, sehr langsam voran, weil wir halt immer nur ungefähr einen halben Tag pro Wochenende darin investiert haben. Und echt immer so Baby Steps. Und teilweise habe ich auch die Seiten alleine gemacht. Und ja, deswegen geht das nicht allzu schnell voran. Aber ich hoffe, dass wir dann im nächsten Monat auf jeden Fall die obere Hälfte noch schaffen und das Zimmer quasi fertig kriegen. Und ja, dann werde ich euch jetzt mal erzählen, was, wie wir das Ganze angegangen sind und was für ein Werkzeug wir vor allem benutzt haben. So, also bevor es erstmal zum Bestellen der Wandleisten ging, ihr habt ja in, war das November-Blog oder Dezember-Blog? Oder Januar? In einem alten Blog habe ich euch ja schon gezeigt mit den Wandleisten, die wir im Baumarkt gesehen haben und wo wir da mit so einer Holzwandleiste nach Hause gekommen sind, die wir dann erstmal so als Mittellinie verwenden wollten. Diese Idee haben wir dann aber doch schnell verworfen, weil das dann nicht ganz so ideal war, weil auch die Unterseite nicht weiß gestrichen ist und irgendwie war das nicht so das Wahre. Und dann sind wir dann doch zurück zu Orak Dekor gekommen. Das habe ich mir vorher schon angeguckt. Fand ich aber auf den ersten Blick irgendwie zu teuer. Und ja, auch so ein bisschen overwhelming einfach von der ganzen Auswahl und ja, irgendwie bin ich davon abgekommen und im Endeffekt ist es dann aber doch irgendwie die einfachste Lösung gewesen, gerade weil du da die Auswahl hast und die sind halt einfach darauf spezialisiert und mir hat auch eine liebe Followerin geschrieben, die Orak Dekor verwendet hat und hat mir so ein paar Tipps gegeben. Das hat auf jeden Fall nochmal so einen letzten Push gegeben und ja, dann habe ich bei Orak Dekor ein paar Samples bestellt, um halt zu gucken, okay, welche Wandleisten wäre denn geeignet, welche sehen denn gut aus. Da habe ich zum Beispiel hier dieses hier, das ist das Modell PB513. Das hat ein schönes Profil. Was mich hier aber stört, ist einfach das Material, also es ist sehr Styropor-ähnlich. Das heißt, wenn man hier mit dem Nagel reindrückt oder generell da irgendwie ein Möbelstück oder so dran stößt, dann hinterlässt das wirklich schnell einen Abdruck und das ist irgendwie nicht so schön. Hier müsste man auf jeden Fall drüber streichen, damit es halt irgendwie eine gute Schicht drauf hat. Da muss ich auf jeden Fall anmerken, wir wollen wirklich vermeiden zu streichen. Es ist zwar eigentlich, glaube ich, gedacht bei Orak Dekor oder bei Wandleisten generell, dass du die anbringst und dann komplett die Wand überstreichst. Das wollen wir nicht machen, weil wir haben echt so viel Wandfläche und wir haben halt echt keine Lust drauf zu streichen, weil es wirklich sehr viel ist und eigentlich ist die Wand ja noch relativ frisch gestrichen vor dem Einzug und ja, wenn dann hätten wir es, also wenn es echt blöd ausgesehen hätte, dann hätten wir jemand angeheuert, der das dann macht, aber wir wollten es auf jeden Fall irgendwie vermeiden. Deswegen fiel das schon so ein bisschen raus. Das ist das Modell PX103 und das Material ist so ein bisschen härter, ist so ein bisschen
ja, plastikmäßig, also auf jeden Fall viel, viel stoßfester. Da kriegt man echt kaum Abdrücke rein, aber es ist ein bisschen kleiner als das PB513er Modell. Jetzt nochmal an der Wand, das hier ist das Modell PB513 und das hier PX103. Also es ist schmaler, aber man sieht trotzdem genug Profil und vor allem dadurch, dass wir ein relativ komplexes Design machen wollen, ist das von der Größe her vollkommen ausreichend. Ich habe es hier halt ein bisschen grob skizziert und die Maße aufgeschrieben, Form bestellen, damit ich so ungefähr mir ein Bild machen konnte, wie viele Leisten ich brauche, weil die kommen immer in so 2 Meter Stücken. Und dann habe ich mir auch hier ungefähr aufgemalt, wie man sie aufteilen konnte und bin dann auf 54 Stück gekommen. Ich werde aber im Endeffekt ein paar mehr bestellen müssen jetzt, weil wir uns nicht komplett an diese Aufteilung halten konnten, weil wir dann doch irgendwie mal was neu schneiden mussten oder was weiß ich. Also ein bisschen Puffer braucht man dann doch irgendwie mal. Aber das ist okay und sorry, das ist jetzt total wirr, weil wir halt während dem Prozess dann nochmal so reingekritzelt haben. Kommen wir nun zum Werkzeug, das man braucht. Also wir haben hier einmal eine Gehrungsschiene, das braucht man auf jeden Fall, um halt diese Winkel richtig zu bekommen, damit man halt diese Rechtecke machen kann, und eine Säge. Und wie ihr sehen könnt, hatten wir da vorher eine andere Variante jeweils. Wir hatten vorher, das kam halt im Doppelpack, ein sehr günstiges Modell aus Plastik. Die Winkel waren schon ganz gut, aber es war störend, dass das Material aus schwarzem Plastik ist, weil du dann doch irgendwie mal aus Versehen in die Schiene geschnitten hast und dann hat das die Kante von der Leiste schwarz gefärbt und wenn du das dann zusammenklebst, dann hat das trotzdem dann so einen schwarzen Schleier, was echt nicht gut war und ja, generell, es wirkt halt einfach billig. Das hier ist deutlich besser, also es war auch nicht super hochwertig, es splitterte schon ganz am Anfang schon irgendwie ab und man muss hier auch aufpassen, dass man sich da keine Holzspäne in die Haut rammt. Und wir mussten außerdem auch das so ein bisschen absägen, weil es war ein bisschen höher. Das hätte sonst dann nicht mit der Säge geklappt. Aber das funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut und hinterlässt keine Spuren auf den Leisten. Dann zur Säge. Da hatten wir vorher, wie gesagt, dieses Modell hier, was dazu im Set kam. Ist so eine Universalsäge. Kann ich aber nicht empfehlen, zumindest nicht für die Sache mit den Wandleisten, weil kann man jetzt gar nicht so gut sehen, aber die Zähne sind halt sehr grob und deswegen hast du da viel, wie sagt man, wenn man halt so sägt, dann geht doch mal irgendwie ein Millimeter verloren und hier sind gerade Millimeter halt wirklich wichtig, damit du diese Eckwinkel schön sauber machen kannst. Und dann haben wir uns halt diese Japan-Säge hier bestellt. Die ist deutlich dünner, schneidet aber auch viel besser. Weil das hier, das konnte ich nicht selber bedienen, also damit konnte ich die Leisten nicht schneiden, weil mir da einfach dann die Kraft gefehlt hat. Aber mit dieser Säge komme ich da auch gut klar und kann das auch alleine benutzen. Dadurch sind die Verbindungsstücke auf jeden Fall auch genauer geworden und du kannst wirklich eher millimetergenau schneiden als mit dieser Säge. So, weiter geht's mit dem nächsten Teil an Werkzeug und zwar, wie heißt das nochmal? Kartuschenpistole und da hatten wir vorher halt erstmal dieses hier. Es ist auf jeden Fall wirklich so das Standardmäßigste, was man haben kann. Es funktioniert auf jeden Fall auch nicht gut. Also nee, das kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen, weil du wirklich sehr, sehr viel Kraft brauchst, um da diesen Kleber rauszupressen. Dann haben wir uns eine hochwertigere Kartuschenpistole bestellt und wow, die hat so einen krassen Unterschied gemacht. Also ohne das hätten wir echt viel, viel mehr Schweiß verloren, glaube ich. Weil hier, oh, ich weiß nicht, wie man das nochmal nennt, ja, auf jeden Fall irgendwie die Kraftübertragung oder und du musst dich nicht so doll anstrengen, um da den Kleber rauszupressen. Das spart einen auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Energie. Also das kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Kurz zum Kleber. Da haben wir jetzt das Dekofix Pro und hier steht auch drauf 7 bis 8 Meter. Für 7 bis 8 Meter sollte eine Tube reichen. Das geht auf jeden Fall sehr, 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 sehr schnell leer. Also wir brauchen, glaube ich, irgendwie
bestimmt insgesamt 13 oder 14 Stück. Wir haben bis jetzt fast 5 verbraucht für die 4 Ecken, die ich euch gleich noch zeigen werde. Also ja, dass ihr da einberechnet, dass ihr davon echt so ein paar braucht. Und das nächste Teil, was wir benutzt haben, was nicht unbedingt essentiell ist, also man kann es auch ohne machen, aber für uns hat es die Sache auf jeden Fall sehr stark erleichtert. Und zwar ist es so ein Kreuzlinienlaser. Ich versuche euch das mal zu demonstrieren, warum das für uns gerade so hilfreich war. Da muss ich kurz mal die Türen zumachen. Also wenn ich das Ding hier anschalte, dann hat es zwei Modis. Einmal, ich zeig mal erstmal den anderen, Moment. Einmal so ein, wo das Fadenkreuz so fixiert ist. Also du kannst halt wirklich gucken, haben wir hier wirklich eine gerade Linie und so weiter. Und dann kannst du es irgendwie parallel, also wenn du es auf ein Stativ stellst, dann stellst du es zum Beispiel auf diese Linie ein und dann stellst du das Stativ höher und so, dass du dann eine Parallele dazu machen kannst. Wir benutzen aber die Nivellierungsfunktion, das heißt, Moment, hier das wackelt dann so ein bisschen. Moment, ich muss es irgendwo draufstellen, damit er nicht blinkt. Genau, das wackelt jetzt so ein bisschen. Und das ist jetzt nivelliert, also das ist ein Begriff, den ich vorher auch noch nie gehört habe, aber das ist dann wirklich eine echte gerade Linie, weil diese Wandleisten können ja vorher auch schon schief gewesen sein und deswegen brauchte man dann hier nochmal eine nivellierte Linie, wie auch immer. Sorry, falls es jetzt nicht super korrekt ist. Für uns ist es wichtig, damit wir, gerade weil wir hier diese Flügeltüren immer überall zwischen haben, wollten wir halt dann das so machen, dass es wirklich auf gleicher Höhe ist. Also wir konnten nicht zum Beispiel hier, ich zeige es mit dem Fadenkreuz, den Abstand von hier zu da messen und dann einfach den gleichen Abstand da zu da messen und dann einen Strich machen, weil das hier komplett unterschiedlich sein kann. Aber es sehr wichtig ist, dass das hier wirklich auf einer Höhe ist, also hier die jetzt die Leiste, auf die ich zeige mit dem Laser, weil man darauf ja eher am meisten achtet. Und ja, deswegen kommt dieser Laser wirklich gut zum Einsatz und hat uns wirklich sehr viel geholfen. Und außerdem wollten wir da jetzt auch keine Linien oder so an die Wand zeichnen, da wir ja, wie gesagt, nicht drüber streichen wollten. Und ja, so brauchten wir keine Hilfslinien. Ja, und das haben wir dann jetzt rundherum gemacht. Das heißt wirklich, die Mittellinie ist wirklich auf einer Luftlinie sozusagen. Da mussten wir aber so ein bisschen die Kästen immer jeweils anpassen. Also das ist halt immer ganz individuell, je nachdem wie euer Raum ist. Jeder Raum hat so seine Schwierigkeiten. Wir hatten halt die unterschiedlich schiefen Leisten, dass dann halt wirklich die Rechtecke nicht überall komplett gleich sind. Aber wir haben uns dann dafür entschieden, dass die Abstände dann immer gleich sind, weil wir gedacht haben, dass das Auge mehr sieht, als wenn dieser Kasten irgendwie 1 Zentimeter höher ist, also größer als dieser hier. Und ja, da muss man auf jeden Fall sehr, sehr viele Entscheidungen treffen. Ist vielleicht einfacher für die Leute, die es da nicht so genau nehmen, aber ihr kennt mich, ich bin da so ein bisschen mehr auf der perfektionistischen Seite. Oder auch hier die Steckdosen sind auch ein kleines Hindernis, dass man da so ein bisschen drumherum arbeiten muss. Also hier hätten wir halt auf jeden Fall von vornherein halt die Einschränkung, dass wir nicht höher gehen können als das, weil ja so in die Steckdose reinführen wollten wir dann auch nicht mit den Leisten. Ja, also da musste man auf jeden Fall ganz genau gucken, was man da für einen Raum hat und dann sich dementsprechend anpassen. Also ich finde, das sieht wirklich so viel schöner aus, weil es vorher wirklich einfach so richtig kahle Wände waren. Und es sind nun mal sehr hohe Decken, also wir haben echt so den Platz. Freund meint auch, wir können es auch ruhig so lassen. Ja, es sieht eigentlich auch schon schön genug aus, aber ich dachte mir, ach komm, wenn schon, denn schon. Und ich habe jetzt die Leisten eh schon bestellt, dann machen wir das dann auch. Und wir haben uns auch schon daran orientiert, dass oben die Leisten kommen, weil es dann an anderen Stellen irgendwie Entscheidungen zu treffen waren, wo dann entscheidend war, okay, wenn wir aber dann oben das Rechteck machen, dann muss es so und so sein, damit es dann am Ende nicht schief aussieht und so weiter. Und wenn wir uns da jetzt schon so krass dran gehalten haben, dann
machen wir das jetzt auch zu Ende. Aber ja, damit so könnt ihr auch mal sehen, dass es dieses Design auch sehr schön aussieht. Hier seht ihr, glaube ich, zum Beispiel, wie die Leisten aussehen, wenn sie nicht ganz genau geschnitten sind. Also dann fehlt halt irgendwie ein Millimeter. Hier könnt ihr sehen, dass es sehr, sehr viel genauer ist. Also das ist halt mit der Japansäge geschnitten und das fügt sich dann halt viel besser zusammen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar hilfreiche Tipps geben und dann geht es jetzt hoffentlich weiter mit dem Vlog. Ich hoffe, ich habe nicht 15 Minuten durchgeredet, aber gut. Natürlich immer genau dann irgendeine Lieferung an, wenn man unvorbereitet ist und man gerade eine Zahnspange drin hat. Und ich musste mich jetzt schnell anziehen und habe dann den Spiegel, den ich bestellt habe, mit dem Lieferanten hochgetragen. Also zumindest eine halbe Treppe. Und ja, dann zeige ich euch den Spiegel, wenn ich den ausgepackt habe und ich nicht mehr so lispel. So, ich bin die ganze Zeit nicht dazu gekommen, den Spiegel auszupacken und das machen wir jetzt mal.
So, also wie man sieht, habe ich mich nicht getraut, den komplett auszupacken, weil es dann doch zu schwer ist, als dass ich den alleine hochheben kann. Und dann hätte ich zu sehr Angst, dass ich den dann umschmeiße. Deswegen ist das jetzt hier unten noch so dran. Aber ja, ihr könnt so ja auch schon sehen, wie er aussieht. Ja, dann habe ich hier auf jeden Fall einen Spiegel, um so Outfit-Shots zu machen in einem guten Licht. Da reicht diese Breite auf jeden Fall auch aus. Und ich kann trotzdem hier diese Tür zumachen. So. Und hier rechts passt dann besser was hin. Der andere ging ja so ein bisschen wie bis hier. Und dann stand immer irgendwas davor. Und das war dann irgendwie ein bisschen, ja, nervig. Ja, hier ist jetzt der Spiegel. Und der alte Spiegel, der vorher hier stand, der ist jetzt hier im Flur. Weil das eigentlich ganz gut gepasst hat in diese Stelle. Weil da war vorher nichts. Und jetzt hat man hier einfach einen Spiegel, um kurz bevor man weggeht, mal kurz reinzugucken, wie man aussieht und muss dafür dann nicht mehr ins Wohnzimmer, was ich sehr gut finde, gerade wenn man dann Schuhe anhat und so. Ich finde, das gefällt mir ganz gut so. Und beide Spiegel, also dieser Spiegel und der hier im Wohnzimmer, sind beide von myspiegel.de. Den einen habe ich ja schon so vor 100 Jahren gekauft. Und ja, das ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle für maßgeschneiderte Spiegel, weil so eine Größen findest du echt nirgendwo sonst für so einen guten Preis. Und die liefern auch echt schnell. Also der war, wie gesagt, überraschend schnell da. Damit habe ich aber überhaupt nicht gerechnet. Und ja, man kann den halt wirklich so ganz individuell anpassen, wie man den haben will, mit Bogen oder nicht, mit allen möglichen Rahmen und ja, die Größe, die man haben möchte. Ja, das finde ich jetzt ganz cool so. Dann haben wir jetzt zwei Spiegel. Einen für mich zum Foto machen, Fotos machen oder hier, um euch meine Outfits zu zeigen und einen dann im Flur. Ich habe mich hier außerdem für die Stärke 8 mm entschieden, also hier, wie dick der Spiegel ist. Weil gerade bei so einer Größe hätte ich bei einem schmaleren Spiegel Angst, dass er zu schnell kaputt geht, wenn man da so gegenkommt. Eine Freundin hat nämlich einen hohen, schmalen Spiegel mit niedriger Stärke und da hat man wirklich Angst. Der ist so ganz, wenn man ein bisschen gegenhaut, dann wabbelt der so ein bisschen so rum wie so ein Stück Blech. Und das ist schon ein bisschen gruselig. Der hier ist auf jeden Fall starrer und stabiler, aber auch deutlich schwerer dadurch. Also ja, je höher die Stärke, desto stabiler, aber viel, viel schwerer auch der Spiegel. So, ich habe es jetzt mit Johannes Hilfe geschafft, den Spiegel fertig auszupacken. Und so sieht es dann jetzt aus. Wir haben auch überlegt, ob wir das nicht andersrum stellen, also diesen neuen Spiegel in den Flur und den mit dem schwarzen Rahmen hier in dieser Ecke, wie auch schon vorher. Aber ja, wir gucken mal, wie uns das so gefällt. Eventuell lassen wir das, eventuell tauschen wir das mal. Aber mal gucken. So steht er halt jetzt. So, in diesem Monat war ja das Thema Wandleisten auf jeden Fall sehr allgegenwärtig. Also das ist das, was uns am meisten beschäftigt hat. Und ich hoffe, das, was ich dazu erzählen konnte, war irgendwie hilfreich und auch interessant für euch. Und ja, leider ist nicht allzu viel mehr passiert. Eigentlich sollte diesen Monat schon ein Sideboard ankommen, was ich schon im Dezember bestellt habe. Aber das verzögert sich immer wieder. Und jetzt habe ich aber die Info bekommen, dass es Ende diesen Monats endlich verschickt werden soll. Und ja, Daumen drücken, dass es dann Anfang April endlich ankommt. Und dann bin ich sehr gespannt darauf, was ihr dazu sagt. Es wird auf jeden Fall etwas fürs Wohnzimmer sein und dann werde ich das Ganze wieder ein bisschen umstellen hier. Also es steht ja momentan die Couch an der Seite von den Fenstern und hier dann der Fernseher. Und gerade jetzt, wenn es wieder heller wird, wie ihr seht, spiegelt sich halt so sehr doll, ist es halt ein bisschen unpraktisch, wenn der Fernseher so zum Fenster hinaus gerichtet ist. Und deswegen wollen wir das dann wieder umstellen und den Fernseher hier so an die Fensterfront stellen und die Couch dann wieder so mitten im Raum. Ja, dann kann man auch mal tagsüber in den Bildschirm gucken, wenn man möchte und muss dann nicht die Vorhänge unbedingt zuziehen und so weiter.
Ja, und damit sind wir auch wieder am Ende des Monats angelangt. Der Monat März ist vorbei. Und ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Und wenn ja, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Das letzte Video ist nämlich nicht so gut gelaufen. Ich weiß nicht ganz genau, woran es liegt. Vielleicht war das Video zu langweilig oder der Titel vom Video war nicht catchy genug. Wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt oder Verbesserungswünsche, dann schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Ansonsten, wie gesagt, ein Daumen hoch gibt auf jeden Fall immer so einen kleinen Push, was die Sichtbarkeit von Videos angeht hier auf YouTube. Da muss man ja auch immer ein bisschen kämpfen mit dem Algorithmus und so weiter. Aber ja, ich bin auf jeden Fall immer für Input offen. Im letzten Video hat auf jeden Fall einer geschrieben, dass es ihr diesmal zu wenig, ich glaube, Sprechparts auch, aber auf jeden Fall zu wenig Essensparts waren. Und ja, ich hoffe, ich hatte dieses Mal wieder ein bisschen mehr Footage vom Essen drin. Das vergesse ich ja manchmal zu filmen. Und ja, wie gesagt, wenn noch sonst irgendwas ist, dann schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!